Guten Abend, schön sind Sie dabei bei 10 vor 10. Welches Profil? Marco Chiesa tritt als Parteipräsident der SVP ab. Wir fragen nach, was der oder die Neue mitbringen muss. Bereits nach 3,5 Jahren zieht er sich zurück. Er habe seinen Auftrag erfüllt, sagt SVP-Präsident Marco Chiesa, der mit seiner Partei bei den eidgenössischen Wahlen als Gewinner hervorging. Umso überraschender kommt sein Abgang. Der Tessiner gibt sein Amt per März 2024 ab. Wir fragen, wer könnte Nachfolger oder Nachfolgerin werden? Und was muss die neue Person an der Spitze der größten Schweizer Partei mitbringen? Marco Schnurrenberger. Die SVP-Parteileitung braucht einen neuen Kapitän. Marco Chiesa übergibt das Steuer. Er geht als Wahlsieger von Bord. Die SVP ist nun auch in den kantonalen Parlamenten die führende Partei. Und wir haben nun eine Partei, die fast überall verwurzelt ist, auch in der Romandie und im Tessin. Trotz des Gezeters gewisser deutsch-schweizer Medien habe ich bewiesen, dass ein Tessiner die SVP erfolgreich führen kann. Spampa svizzera tedesca si è anche dimostrato che un ticinese può guidarlo con successo. Nun richtet sich der Blick auf die SVP-Bundeshausfraktion. Naheliegend, dass der oder die Nachfolgerin jemand von Ihnen sein dürfte. Kaspar Bader, Präsident der SVP-Findungskommission, formuliert das Wunschprofil. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es eine Persönlichkeit ist, die gut überkommt, die sympathisch ist, die Führungsqualität hat, die aber auch eine verständliche Sprache hat, sodass alle, auch Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen in den Medien, verstehen, was er meint. Volksnah und auftrittsstark soll die Nachfolge also sein. Das erfordere dort Präsenz, wo die SVP am stärksten sei. Entsprechend glaubt Politologe Claude Longchamp, dass wieder ein Deutschschweizer ran muss. Es braucht im Moment nicht verschiedene zusätzliche Sprachen und verschiedene zusätzliche Akzente, sondern es braucht jemanden, der klar die Botschaft von der SVP im Vordergrund hat und das eigentlich vertritt. Darum denke ich, linientreu ist ein wichtiges Argument. Ein Argument, das auch so ist, dass es auch vom Herrn Blocher und seinem Umfeld gut vertreten wird. Verschiedene SVP-Exponenten überlegen sich eine Kandidatur. Unter anderem die Nationalräte Mike Ecke aus St. Gallen, Lars Guckisberg aus Bern, Selin Amodrü aus Genf, Franz Krüter aus Luzern und Ständerätin Esther Friedli aus St. Gallen. Als großer Favorit aber gilt er, Marcel Dettling, Nationalrat aus dem Kanton Schwyz. Wäre das etwas, was Sie reizen, so ein Amt? Ja, am Ende von 4 Jahren sind wir schon gleich weit gewesen, wo der Rösti auch überraschend eigentlich den Rücktritt gegeben hat. Damals ist es für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, familiär, betrieblich unmöglich gewesen, dass ich dort da können zusagen. Mittlerweile sind die Kinder 4 Jahre älter und ich überlege mir doch ernsthaft eine Kandidatur. Dass er Themen wie Migration und Europapolitik an die Leute bringt, das hat Marcel Dettling als Wahlkampfleiter dieses Jahr bewiesen. Eine Fähigkeit, die es für die Strategie der SVP brauche, sagt der Politologe. Sie versucht, im Bundesrat zu wirken, sie versucht gleichzeitig Oppositionspartei zu sein. Erfolgreich ist sie vor allem, wenn sie Opposition macht gegen den Bundesrat und wenn sie Opposition macht, insbesondere in den zentralen neuralgischen Themen. Also denke ich, ein Oppositionskurs innerhalb der Regierung wird das Richtige sein. Diesen verfolgt bereits Ueli Maurer. In seiner Zeit als Parteipräsident verdoppelt sich der Wähleranteil. Der harte Kurs damals geht einigen in der SVP aber zu weit. Mit dem Ausschluss von Evelyn Wittmer-Schlumpf nach deren Wahl in den Bundesrat spaltet sich ein Teil der Partei ab. 2008 übernimmt der ebenfalls profilierte Toni Brunner. Er hält den Wähleranteil trotz aller Unruhen stabil. Als 2016 mit Albert Rösti ein Präsident übernimmt, der weniger hart auftritt, verliert die SVP. Verluste, die die Partei unter Marco Chiesa 4 Jahre später wieder wettmacht. Auch der oder die Neue soll wieder SVP-Stammthemen bearbeiten. Diese geben nach Vorstellung der Findungskommission die Richtung vor. Und bei der SVP überhaupt darauf an, wer Präsident oder Präsidentin wird? Ja, wir haben es gesehen beim Herrn Chiesa. Eine Schwäche war ganz offensichtlich. Er war in der Deutschschweiz nicht präsent. Er musste ersetzt werden, vor allem durch den Herrn Eschi. Und ich denke, doch, man will eigentlich einen Parteipräsident sehen und hören. Und es ist sicher besser, wenn der Parteipräsident selber die Kriterien der Kommunikation erfüllt.
Bei der SVP sieht man das freilich anders. Chiesas Abgang wird bedauert. Und doch ist man wohl nicht ganz unglücklich, wenn der oder die Neue in der Deutschschweiz mehr Präsenz zeigt als der Vorgänger. Ja, wir ordnen noch ein mit unserem Bundeshauskorrespondenten Andi Müller in Bern. Wir haben es im Beitrag gehört, Marcel Dettling gilt Stand jetzt als Favorit. Haben andere überhaupt noch eine Chance oder ist er quasi schon gesetzt? Marcel Dettling ist sicher für die Shortlist gesetzt, wenn er dann auch wirklich möchte. Dettling wurde schon vor 3,5 Jahren, als es um die Nachfolge von Albert Rösti ging, als Favorit gehandelt. Doch Dettling wollte damals nicht. Die Partei musste also eine Persönlichkeit finden mit einem ähnlichen Profil und wurde damals in Marco Chiesa fündig. Etwas überspitzt könnte man also sagen, Chiesa war damals eigentlich nur zweite Wahl, weil Dettling nicht wollte. Ich habe allerdings den Eindruck, dass sich dieses Mal mehr SVP-Exponenten für das Amt des Parteipräsidenten oder der Parteipräsidentin interessieren. Insbesondere, wenn sich auch eine Frau für eine Kandidatur entscheiden würde, etwa die St. Galler Ständerätin Esther Friedli, dann hätte diese sicher auch intakte Chancen. Marco Chiesa wird nur gerade 3,5 Jahre Parteipräsident gewesen sein, sehr kurz. Was hat er denn in dieser Zeit bewegen können? Also wenn wir die harten Wähleranteile anschauen, dann kann man sagen, Chiesa hat bei den Wahlen im Oktober das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der SVP erzielt. Das ist ein Erfolg, wobei man sich darüber streiten kann, wie stark der Parteipräsident generell zu einem solchen Wahlerfolg beiträgt. Wahrscheinlich wird die Rolle des Parteipräsidenten bei Erfolgen oder Misserfolgen bei den Wahlen etwas überschätzt. Sicher Aufbauarbeit konnte Chiesa im Tessin leisten oder auch in der Westschweiz. In der Westschweiz war Chiesa stark präsent und konnte die Partei stark voranbringen. Im Gegensatz zur Deutschschweiz, dort blieb Chiesa eher blass, dort waren andere im Vordergrund. Chiesa hat zum Teil offenbar auch bewusst anderen das Feld überlassen. Herr Chiesa war, wir haben es im Beitrag und soeben auch von Ihnen gehört, wenig spürbar in der Deutschschweiz, hat hier anderen das Feld zum Teil überlassen. Könnte das auch für einen zukünftigen Präsidenten oder eine Präsidentin eine Strategie sein oder braucht dieses Amt wirklich eine starke Führungspersönlichkeit? Wenn man sich heute in der Partei umhörte, so war der Wunsch schon stark spürbar nach einer Führungspersönlichkeit, nach einer Deutschschweizer Führungspersönlichkeit mit Ecken und Kanten, die sich aktiv besonders in der Deutschschweiz einbringt und die Themenführerschaft übernimmt. Andererseits konnten andere Persönlichkeiten bei diesem eher blassen Parteipräsidenten in der Deutschschweiz in den letzten 3,5 Jahren profitieren und sich auch besonders profilieren. Etwa die Bündner Nationalrätin Magdalena Matullo oder Fraktionschef Thomas Eschi. Und die werden es wahrscheinlich gar nicht so gerne sehen, wenn ihnen eine starke Persönlichkeit in der Sonne stehen würde. Es läuft also wohl auf eine Mischform heraus, eine starke Deutschschweizer Persönlichkeit, die aber das Wort von Fall zu Fall und die Themenführerschaft auch anderen überlässt. Besten Dank, Andi Müller, für diese Einschätzungen direkt aus Bern. Ja, so viel von uns für heute, von nah und fern. Wir sind in knapp 24 Stunden zurück, hoffentlich wieder mit Ihnen. Einen schönen Abend noch und bis dann hoffentlich. Ade miteinander.